Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Jawohl, wir haben eine volle Tasche und wollen diese natürlich erstmal leeren. Mondsteinerz, ja bitte. Alte Nordbarbarenkappe, ja, kann auch direkt weg. Die Handschuhe können weg. Silbererz heben wir auf. Quecksilber, super. Gekochter Chitinschild kann auch erstmal weg. Die Tribunalmaske in Silber, die Tribunalmaske in Bronze. Uiuiuiuiui. So, was brauchen wir denn für so einen schönen Bogen? Ebenerz, Bogen. Uns fehlt ein Barren. Ja, denn wir haben eine neue Verzauberung erlernt. Wohl was ganz Besonderes wahrscheinlich. Ihr seid jemand, der für die besten Waffen und Rüstungen. Und deswegen werden wir uns das natürlich mal eben kurz angucken. So, ich möchte gerne ein paar Sachen verkaufen und natürlich auch in die Truhe schmeißen. Ja, was machen wir denn hier mit den ganzen Waffen? Wir könnten die verbessern und auch wieder verkaufen, ne? Aber ich finde, die haben schon so einen hohen Wert. Ah, lassen wir es dabei, ne? Ja, verkaufen wir sie einfach nur. Ich meine, wir sind gut betucht in meinen Augen. Wiederherstellung, Zauberkosten 12% weniger, Magika brauchen wir nicht, Illusionszauber glaube ich auch nicht, dass wir sie brauchen, können wir verkaufen. Ja, das war schon mit Verkaufen, ne? Ging fix. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Mhm, wir werden uns melden. Jetzt geht's natürlich erstmal zu den Kids, jetzt waren wir so lange nicht mehr da. Oh, Papa, oder? Na nü? Keine Kids zu Hause? Papa, ihr seid zu Hause. Ja, hallo. Habt ihr mir etwas mitgebracht? Nee, tut mir leid, diesmal nicht. Ja, oh, und da müssen wir mal Ausschau halten. Die Katschit haben immer ein paar nette Sachen dabei. Sie bestimmt immer, was Lars und ich... Ja, ich weiß, dann spiel nicht mit dir. Das ist meine Antwort. So, natürlich die ganzen, oh ja, die ganzen guten Ressourcen erstmal reingehauen hier in unsere Kiste. Ach, ist das schön, ne? Ja, tut ja schon der Finger weh vom Klicken. Schade, dass es hier nicht irgendwie eine Taste gibt. Alles ablegen. Oh, wir haben es aber gemeistert. Ich will nicht mehr mit dir so, dann geht's einmal an unsere Truhe. Denn ich möchte gerne reinlegen. Lass mich überlegen. Moment. Lydia. Bin immer noch da. Ja, ich weiß, meine Liebe. Ich stehe zu eurer Verfügung. Mhm. Die Lydia trägt ja zurzeit 40% Blitzresistenz. Das gibst du uns mal wieder. Und dann bekommst du nämlich die 60% Frostresistenz. Findest du die gut? Ja, sie findet sie gut. Dann finde ich dich auch gut. Du hast noch genug Zwergenpfeile. Du hast auch noch Heiltränke und ja, der Lydia, der geht super, ne? Ja, dir geht's super. Dann mal los. Dann mal los. Die hat doch so eine mega entspannte Stimme, ne? Ich meine, ich denke mal, euch ist es allen aufgefallen. Oh, die brauchen wir ja gleich noch. Aber sie ist wirklich beruhigend, finde ich. Wir schmeißen natürlich alles hinein, was wir jetzt gerade aktuell nicht brauchen. Das Leder, Lederstreifen, Mammut können wir auch nachher wieder rausholen und dann irgendwann mal verkaufen. Wir haben zwei mächtige Seelensteine, Quecksilberbarren, Rubin. Die Saphirdrachenklaue könnten wir eigentlich auch mal drinnen lassen, oder? Ich meine, wir laufen jetzt seit wie vielen Folgen damit rum und konnten es nicht benutzen und die können wir nicht ablegen. Ein schwarzer Stein, Seelensteinfragmente, ja, die können wir auch mal reinlegen. Was es damit auch immer auf sich hat. Diese Steine können wir nicht reinlegen, ne? Die gehören wieder zu irgendeiner Quest. Veredelter Mondstein, ja, so, dann haben wir das schon mal gelöst. Die Pfeile behalten wir. Redekunst, das Amulett von Mara. Nee, wir heiraten noch nicht. Da müssen wir erst die richtige Frau finden. Ich meine, gut, Lydia wäre sie eigentlich, ne? So ist es nicht. Schießkunst, Zerstörungszauber, Veränderungszauber, das ist halt so mega gut. Blitzresistenz. Ich meine, wir könnten... Brauchen wir die Blitzresistenz? Ich meine, steigert Feuerresistenz um 20%. Ich glaube, wir tragen den selbst, ne? Ich glaube, es ist besser, wenn wir ihn selbst tragen. Dann passt das. Wir haben noch die Mammutkäseschalen. Ja, da müssen wir gleich mal hier ein bisschen aufräumen. Ja, so ist es halt. So ist es halt. Das gehört in solchen wunderschönen
Spielen einfach dazu, ein bisschen Ordnung zu halten. Du kommst da noch rein. Die Variationen, Leben entdecken. Das Rezept haben wir auch gelernt. Den Rest können wir ja hier behalten. Den Brief bitte auch. Mal eben kurz geguckt, ob wir noch ein paar Tränke haben, die wir hier reinpfeffern können. Wovon ich jetzt mal stark ausgehe. Wir werden hier mal alles reinhauen, was wir nicht wirklich brauchen, damit wir einfach mehr Gewicht verlieren. Die ganzen Mana-Tränke auch wieder. Boah, 12 Stück des geringen Magikas. Eieiei, da haben wir ja einige wieder gesammelt. Ne? Hier von 6 Stück. Stärke, Unsichtbarkeit, Berserker, Verteidigung. Diese ganzen zusätzlichen Tränke würden uns noch stärker machen. Oha, Wundertrunk der Veränderung. Veränderungszauber. Ja, Shahoma hier raus. Gesundheit wird erhöht. Pack mal rein. Und dann Resistenztränke, ne? Das ist ja nicht verkehrt. 20% Frostresistenz. Die brauchen wir auch nicht. Wir sind ja Nord. Wir sind ein Nord. So, und jetzt geht es darum, wir brauchen Ebenerzbarren. Ebenerzbarren. Wir brauchen, ich glaube, 3 Stück, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und wir brauchen einen, nehmen wir einen mächtigen, ne? Nehmen wir ruhig den mächtigen Seelenstein mit. Okay, Lydia, nehmen wir den mit. So, und damit geht es natürlich jetzt, ach so, wir bräuchten erstmal das ganze Equip das wieder, ne? Das ist so, ne? Ein Weichei. Er kann sich nicht mal gegen ein Mädchen durchsetzen. Das ist immer so ein Aufwand, aber der Aufwand muss jetzt sein. Ihr müsst verzeihen. Wir haben nach langer Zeit mal eine besondere Verzauberung gefunden. Und deswegen möchte ich auch gerne das mit euch so gut wie es geht halt hinkriegen, dass wir hier auch einen ordentlichen Bogen tragen. So, dich brauchen wir, richtig? Ja. Okay. So, das heißt, wir ziehen jetzt an. Geringe Schmiedekunst. Ja, die Schattenrüstung, die Handschuhe und den Goldring, damit wir Waffen und Rüstungen verbessern können. Haben wir gerade aktuell noch einen Trank dabei? Da müssen wir mal gucken. Ein Schmiedekunsttrank. Des Verzauberers, des Volltreffers. Ich meine, wir hatten irgendwo einen. Den müssen wir natürlich auch trinken dann, ne? Sonst wird der Bogen nicht so stark wie den wir jetzt aktuell haben. Ist der ganz unten? Schmiedekunst verstärken. Ja, davon hätte ich gerne einen. Muss nicht auf maximal sein, aber ich meine, für den Anfang Papa. Ist es okay. Ja, Lucia, Mensch, Papa. Die Kids, immer wieder aufs Neue. So, wir uns fehlt jetzt noch etwas. Kommt doch mal in Bellators Laden am Markt vorbei. Wir ja, sind da jedes etwas, Mal sind wir da. Ebenerzbogen. Ja, bitte. So, haben wir dich. Adrian, du weißt, was jetzt kommt, ne? Ah, gute Frau, danke. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr so, einmal an den Schleifstein. Jetzt können wir das nämlich mal sehen. Also unser Ebenerzbogen kriegt 105 und wir haben 111. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied im Weißlauf bin. Diese Ehre. So, Eolund Graumähne, wir wissen es. So, einmal Schmiedekunst verstärken. Und jetzt müssten wir hier 111 kriegen, jawohl. Ah, sehr gut. Nice. So, Adrian? Kennt ihr mein... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Du bekommst jetzt erstmal unseren Ebenerzbogen. Der ist 1642 Gold wert. Eieiei. Wunderbar. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas Lydia, braucht. Ja, deine Rüstung, ne? Ah, schön. So, und jetzt holen wir uns diese besondere Verzauberung oben in der Drachenfeste. Wir brauchen irgendwann mal ein anderes Haus, wo wir das alles separat machen können. Ich hoffe ja, dass der Jarl oben in Dämmerstern uns irgendwie ein tolles Haus gibt. Wo wir das so ähnlich haben wie in Rift. Ne, versteht sich. Das würde mir gut gefallen. So, und jetzt... Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Wir haben zwar keinen Trank dabei, aber... Feurige Seelenfalle. Ja. Ja, nice. Ebenerzbogen legendär hergestellt. Wo bist du?
Da ist er. So, gucken wir uns den mal an. Jetzt haben wir es ja immerhin gemeistert. Das heißt, stirbt das Ziel innerhalb von 10 Sekunden, füllt es einen Seelenstein, steckt das Ziel für 10 Schadenspunkte in Brand, brennende Ziele erleiden zusätzlich Schaden. Boom. Einfach mal mir nichts, dir nichts, ein mega Bogen hergestellt. Ich habe auch gesehen, ich meine, der ein oder andere nette Kerl hat mich darauf hingewiesen, oder die Dame, entschuldigt bitte, wenn es so ist. Aber wir dürfen natürlich auch unsere Gegenstände, die wir schmieden oder verzaubern, gerade verzaubern, dürfen wir im Namen umändern, glaube ich. Ne? Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Jo. Vampirjäger oder so in der alten Festung. In der das Nähe ist aber ein DLC und da möchte ich natürlich erst ganz zum Schluss hin. Ne? Also ich meine, wir könnten natürlich jetzt schon wahrscheinlich nach Dämmerwacht. Es ist wohl eine eigene Geschichte, zumindest hoffe ich das sehr. Aber das kam ja alles erst nach der Hauptgeschichte, versteht sich. Deswegen möchte ich ungern jetzt irgendwie ein DLC beginnen. Es sei denn, wir stehen hier allmählich auf der Stelle. Drachenfest ist eigentlich ganz schön, aber die Kinder dort sind so gemein. Und es ist so eine schöne Welt, ne? Es ist so eine schöne Welt. So, wir müssen natürlich jetzt nochmal nach Hause nach Briesenheim und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir ein schönes Zuhause kriegen. Weil diese Wege, diese Laufwege hin und her und Rüstung und Equip ändern und dieses und jenes, das ist halt nicht so meins, ne? Das dauert wirklich lange. So, du kommst da rein, Schmiedekumst kommt rein, Schattenrüstung, der Goldring und einmal die Handschuhe, ne? Ja, das müsste passen. Und wir dürfen uns jetzt mit der Blitzresistenz und natürlich mit dem Rest wieder ausstatten. Genauso wie den silbernen Rubinring und haben jetzt dazu eine besondere Waffe. Ja, wer sagt es denn? Oh, speichern, sehr gut. Lydia, du bist noch da? Wunderbar. Ja, pass auf, Lydia, das ist ein Schnuffi, ne? Das ist von der Lucia. Dem dürfen wir nichts tun, sonst gibt es wieder Ärger. Ah, so, jetzt aber. Jetzt möchte ich gerne nochmal zum Nachttor. So, mal ein kleiner Sprung, aber wir sind da. Wo ist jetzt der Ork? Lydia, bist da? Lydia ist da. Da ist der Ork. Bitte sag mir, dass das der Ork ist. Bist du der Ork? Ja, hallo. Ich will ja beileibe nicht unhöflich sein, mein Freund. Aber mir ist gerade nun wirklich nicht nach Gesellschaft. Du siehst aus wie ein adeliger Ork. Was bist du denn für ein Ork, sag mal? Ich kann euch nicht helfen, Freund. Sprecht mit Hardring, dem Wirt. Ja, das haben wir schon getan. Ich will ja beileibe nicht unhöflich sein, mein okay. Freund. Okay. Aber mir ist gerade nun wirklich nicht nach Gesellschaft. Oh. Ah, da hat uns eh schon gesehen, ne? Säbelzahntigerchen. Und wie er wirklich brennt, ne? Tatsache. Wo willst du hin? Oh, da kommt er angelaufen. Boah! Ah, haben wir dich. Zack. Einkassiert. Ja, ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass wir, die schöne Heilung. Dass wir irgendwie eine besondere Mission kriegen mit dem Ork, aber dem ist anscheinend nicht so. So, jetzt geht es aber, wie eigentlich geplant, in der letzten oder vorletzten Folge in die verlorene Höhle. Ich glaube, wir werden da nicht ankommen, weil ich möchte gerne wissen, was das hier für ein Pass ist. Oder eine Schlucht, ne? Sieht aus wie eine Schlucht. Hauptsache, wir entdecken sie. Wer weiß, was da auf uns wartet. Lydia? Ja, Lydia ist da. Und es ist so hübsch, ne? Ich liebe diesen Schnee. Ach, ist das herrlich. Ist das ein Freund oder ein Feind? Na, nö. Da oben steht auf jeden Fall einer, ne? Warum sind uns hier gerade Skelettknochen entgegengekommen?
Wir wurden entdeckt. Sie greift uns nicht an, ne? Wer bist du denn hier? Hallo? Ach, du bist ein Wächter von Stender. Wo immer die Daedra sich verstecken, die Wächter von Stender werden sie ins Licht führen. Ah, ja, zum Glück haben wir die jetzt nicht angeschossen, ne? Ein bisschen Knochenmehl. Ja, die hatten gegen ein paar Skelette gekämpft. Was ist das hier? Eine Schlucht. Na, habe ich recht? Habe ich recht? Oder ist das jetzt irgendwas ganz Besonderes? Mit so einem Dungeon-Eingang und so? Sieht da sehr cool schon aus. Totenschrein entdeckt. Ein paar Blümchen. Leinentuch, Stahlschwert, ja. Stahlsachen. Was ist das denn? Ach, ein Amulett von... Ja, ja, können wir mitnehmen, ne? Wer ist denn das hier? Arkai. Dann gib mal her, alle Krankheiten entfernt. Ja, wir sind eh immun. Also ist das jetzt quasi gesehen nur ein Übergang und nicht jetzt etwas, was extrem wichtig in der Hinsicht erscheint, ne? Okay. Also ich meine, ich sehe jetzt hier nichts oder irre ich mich jetzt gerade? Das ist jetzt einfach... Also kein Dungeon oder sowas, ne? Das ist mir halt wichtig, damit ich auch weiß, womit wir es zu tun haben, wenn wir denn so einen Durchgang, so eine Schlucht, ne? Wie es so schön heißt... dann natürlich entdecken. Gut. Dann dürfen wir jetzt auch in unsere Höhle. Ich bin mal gespannt, ob wir an der Folge hier noch rankommen. Ah, die sehen hübsch aus, ne? Ich meine, diese Rüstung, die sie tragen, die hatte die Lydia auch mal an. Ist schon ein bisschen länger her. Aber das war schon echt stark. Achso, haben wir eigentlich noch unseren Talentpunkt? Ja, ne? Ja, den haben wir sogar noch. Okay. Na, wir heben die erstmal auf. Wir wissen ja nicht, inwiefern uns das weiterhilft. Oh, da kommen wieder Kaiserliche. Ah, wenn Kaiserliche in der Nähe sind, sind eigentlich die Sturmmäntel nicht weit, ne? So, hallo Wolf. Oh, da ist schon wieder so ein General dabei, ne? Schönen guten Tag. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Oh, guck mal, die wollen alle den Wolf kuscheln. Oh, die Kaiserlichen sind doch nicht so böse. Ich weiß nicht, was da gerade geschehen ist. Ich will es aber auch nicht näher wissen. Eieieiei. Eieieiei. Ich sag's euch, ne? Das ist... Also manchmal, ne? Aber es ist okay. Es ist völlig okay. Ist das da hinten ein Bär? Ich erkenne es nicht. Ich glaube, das ist unsere Höhle, ne? Da oben geht es jetzt auch hoch. Da oben war doch diese Dwema. Da oben ist wieder so ein Dwema-Ding. Lydia, wir gehen noch nicht in die Höhle. Ihr müsst verzeihen, ich will mich weiter umgucken. Wir gehen das nächste Mal in die Höhle. Ich will wissen, was da oben ist an diesem Turm. Das sieht mir aus wie so ein Aussichtsturm der Dwema. Und bisher scheint auch alles ruhig zu sein, will ich zumindest hoffen. Ah, Sonne. Du bist zu hell. Oh, ist das ein Eingang? Oh, habe ich mich erschrocken, Fuchs. Jetzt aber bitte, ne? Oh, was ist da jetzt wieder los? Ach, die haben schon wieder irgendwas entdeckt. Ne? Nee, das interessiert uns nicht. Darf man hier rein? Ah, das ist anscheinend ein Aufzug, ne? Das ist ein Aufzug. Das ist hier ein Ausgang. Das heißt, irgendwo in der Nähe haben wir wieder eine... Diese, ne? Das ist ein Dwema-Ding. Sehen wir das auf der Karte? Nee, ich glaube aktuell nicht, ne? Aber wo wir oben auf dem Berg gewesen sind, hatten wir doch so ein Dwema-Zeichen, dass irgendwo was wäre. In der Nähe vom Drachen oder so. Ich kann mich auch jetzt irren, aber da werden wir uns nur angucken. Aber hallo. Na gut, ich laufe mal mit euch runter, damit wir wirklich noch an die Höhle kommen. Dann haben wir es wenigstens in der Folge auch noch geschafft. Wir haben ganz schön viel Ausdauer. Wir können richtige Kilometer-Sprints hinlegen.
Und ich wusste doch, dass da ein Bär ist. Ja, sei doch nicht so, Bärchi. Sei doch nicht so, hä? Wo willst du hin, mein Freund? Oh, wie können wir da nur zu hoch schießen? Oh je, Mine, oh je, Mine. Was sind wir für ein schlechter Schütze? Ah, ich glaube, der hat irgendwie nicht so den blassen Schimmer, wo er. Pieks? Nee, doch nicht. Hin soll, hm? Oh, wo haben wir denn da hingeschossen? Das sah aber jetzt nicht so gut aus. So, noch einmal. Und dann haben wir dich. Nee, haben wir nicht. War. Jetzt aber. Oh, jawohl. Der hat getroffen. Ah, wir sind angekommen. Schneebärchen. Ich mag die Schneebären. Was haben wir hier unten? Oh, so viel zu entdecken. Und da unten haben wir auch noch eine Höhle. Aber, meine werten Ladies and Gentlemen, meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es dann in die Höhle hineingeht. Bis dahin.